Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil hat ja neue Pläne vorgestellt für ein Bürgergeld, das ab 1. Januar 2023 eingeführt werden soll. Und wenn man sich dann mal die Vorschläge genauer durchguckt, denkt man sich, wo bitte ist hier die Sozialstaatsreform? Wo ist bitte der große Wurf? Wo ist bitte diese große neue Vision für einen Sozialstaat, der die soziale Marktwirtschaft in Deutschland prägen soll? Sie ist nicht da. Und wie mittlerweile für die Koalition fast schon typisch, gab es ja auch bereits Widerspruch zu den Plänen von Christian Lindner von der FDP, dem Bundesfinanzminister. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen ganz gerne mal sagen, Herr Lindner, Sie sollten sich vielleicht mal gut überlegen, ob die Ampelkoalition es für Sie wirklich bringt. Also wenn Sie sich wegen jedem Zeug kabbeln, was die SPD auf den Tisch legt, obwohl sie wissen, dass sie sowas auf den Tisch legt, dann sollten sie sich vielleicht fragen, ob sie nicht lieber eine Koalition beispielsweise mit der AfD angestrebt hätten, denn wir stehen für wirtschaftliche Vernunft und einen gesunden Sozialstaat. Zurück zu Hubertus Heil. Was schlägt er vor? Und wenn man das genauer nachliest, dann schlägt er eigentlich gar nichts vor, außer einer obskuren Erhöhung der Regelsätze, von denen er noch nicht weiß, wie hoch sie ausfallen sollen. Er hat also überhaupt keinen Plan, wie hoch die werden sollen und deswegen weiß er auch nicht, wie viel das kosten soll. Experten schätzen, die Pläne könnten wohl so um die 50 Milliarden Euro kosten jedes Jahr. Das ist ein Haufen Schotter, wenn man sich überlegt, was 50 Milliarden sind. Das sind 50.000 Millionen Euro. Dann können Sie sich selber umrechnen, was das alles an Werten ist, was hier einfach zusätzlich in die Hand genommen werden soll, um Menschen, die aktuell Hartz IV beziehen, sozusagen in Zukunft ihr Leben gestalten zu lassen. Aber auch beim Bezieherkreis soll sich etwas ändern, denn die SPD wünscht die Abkehr vom Sozialstaat. Etwas anderes kann man hier nicht mehr feststellen. Die Abkehr von der sozialen Marktwirtschaft wird von Hubertus Heil vorgeschlagen. Das Bürgergeld soll für alle in Frage kommen, die mal eben harzen wollen. Das bedeutet, man setzt eben alles aus, was auf dem Weg zum Harzen hindert. Es gibt ja ein paar große, ich sag's jetzt mal, Schranken, die in Hartz IV, die dazu gedacht sind, den Staat an sich zu schützen, den Steuerzahler zu schützen. Denn wir alle gehen ja dafür in die Arbeit, wir zahlen Steuern und von den Steuern wird ja das Ganze finanziert. So, und um das sozusagen nicht ausufern zu lassen, gibt es ein paar Beschränkungen. Zum Beispiel die Pflicht, dass man eben auch zur Arbeit bereit ist. Ja? Das bedeutet, die Leute sollen eben baldmöglichst wieder in Arbeit kommen, Hartz IV als Übergangssozial Unterstützung für diejenigen, die halt gerade mal Pech hatten und dann aber später wieder in den Arbeitsprozess einsteigen wollen. Hubertus Heil hebt nun für 6 Monate diese Pflicht zur Mitwirkung einfach mal auf. Sanktionsfrei chillen geht in Zukunft auch mit Hubertus Heil. Übrigens nicht nur in Zukunft, die Sanktionen sind bereits aufgehoben, angeblich wegen Corona. Aber da sah man ja bereits, in welche Richtung das alles gehen solle. Zweiter Punkt. 24 Monate lang soll weder Vermögen noch Geldverhältnisse oder eben auch Wohnverhältnisse geprüft werden. Das bedeutet, theoretisch kann man 24 Monate im Schloss wohnen und Bürgergeld kassieren. Das geht mit Hubertus Heil Reformvorschlag für das Bürgergeld. Es ist natürlich unsozial, denn wir wissen alle, die Sozialhilfe, Hartz IV, solche Unterstützung, die ist für diejenigen da, die wirklich in Not sind, die es wirklich brauchen, nicht diejenigen, die gerade eben mal sich einbilden, ein bisschen Geld vom Staat tanken zu wollen. Tja, und das Einzige, was dann noch an neuen Vorschlägen übrig ist, ist, dass Ausbildung den gleichen Stellenwert wie Arbeitsvermittlung haben soll. Und da hält man natürlich inne und fragt sich, für welches Klientel ist denn bitteschön das gedacht und kommt natürlich schnell drauf. Die ganzen grünen Dauerstudenten, die nichts anderes zu tun haben, als nach ihrem Universitätstitel vielleicht noch einen hinzuhängen und noch einen hinzuhängen und noch einen hinzuhängen. Und das wird zukünftig der deutsche Staat mit Steuergeldern finanzieren. Das Bürgergeld ist komplett unsozial, so wie es Hubertus Heil nun vorgelegt hat. Es hilft absolut niemandem, der wirklich bedürftig ist. Denn wirklich bedürftige Personen, ja, sie brauchen angemessene Regelsätze, sie brauchen eine Unterstützung, um wieder in Arbeit zu kommen. Aber sie brauchen eben keine Aussetzung von Sanktionen, die entsprechend nur für die Leute überhaupt verhängt werden, die eben nicht gewillt sind, vernünftig mitzuarbeiten. Wir sollten nicht diejenigen gleichstellen mit
Also wir sollten nicht diejenigen, die keine Lust haben zu arbeiten, die keine Lust haben, etwas unserer Gesellschaft beizutragen, gleichstellen mit denjenigen, die es einfach nicht können. Diejenigen, die es einfach nicht können, die brauchen in unserer sozialen Marktwirtschaft eine Unterstützung. Das ist vollkommen klar. Und da müssen wir auch drüber reden, ob das, was unter Hartz IV war, denn tatsächlich angemessen ist. Aber dieses System so umzubauen, dass daraus faktisch ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle diejenigen, die mal eben wollen wird, das ist genau der falsche Weg, denn letztendlich ist dann derjenige, der arbeitet, der Dumme. All das wird aus Steuermitteln finanziert und alleine um diese 50 Milliarden Euro aufzubringen, die das zusätzlich kostet, das wäre ungefähr ein Siebtel eines gesunden, sage ich jetzt mal, Bundeshaushalts, das würde bedeuten, dass wir also die Bundessteuern um ein Siebtel erhöhen müssten. Das sind dann mal für jeden, der 1000 Euro sozusagen Steuern jetzt schon zahlt, eben oben auch nochmal 150 Euro oder sowas obendrauf. Einfach mal mehr für den Spaß von Hubertus Heil. Wir sehen, das ist absolut nicht das Richtige und entsprechend klar werden wir uns dazu positionieren.